Gut freut euch, ihr Christen, singet Hupe Lieder und kommet, oh kommet nach Bethlehem. Christus, der Heiland, stieg zu uns nieder, kommt, lasset uns anbeten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder, ein herzliches Willkommen zum Fest der Taufe Jesu. Wir feiern den Übergang von der weihnachtlichen Festzeit in den Alltag, in die Zeit des Jahreskreises. Was reicht an Weihnachten hinein in unseren Alltag? Was bleibt von Weihnachten? Eine Zusage, die oft in Vergessenheit gerät, ist uns gegeben. Wir stehen mit ihm vor dem barmherzigen Vater und rufen um seine Zuwendung und sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du hast wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Herr, erbarme dich uns. Herr, erbarme dich uns. Du bist der geliebte Sohn, an dem der Vater Gefallen gefunden hat. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Durch dich sind auch wir Gottes Kinder und Erben seines Reiches. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme dich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. See you.
Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab. Und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib das auch dir, die aus dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und dass deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott, der Herr. Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er verklimmt nicht und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde das Recht gegründet hat. Auf seine Weisung warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich schaffe und mache dich zum Bund mit deinem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen aus der Haft. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich
bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, stellen Sie sich vor, Sie treten irgendwo eine neue Stelle an oder fangen sonst etwas Neues an. Und gleich am Anfang, ohne dass Sie überhaupt schon etwas getan haben, sagt der Chef zu Ihnen: Mensch, Sie sind echt gut. Sie gefallen mir. Sie mag ich. Geht so etwas nicht runter wie Butter? Ist es so etwas nicht unheimlich motivierend? Ist es so ein Vertrauensvorschuss? Nicht etwas ganz Tolles? Im heutigen Evangelium hören wir so etwas Ähnliches. Noch bevor Jesus irgendetwas öffentlich tut, noch bevor er seine erste Predigt hält, die ersten Wunder wirkt, die ersten Krankheiten heilt, bekommt er von Gott diese Zusage: Ich mag dich. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und so tut Gott gleichsam den ersten Schritt. Er gibt Jesus einen riesengroßen Vertrauensvorschuss. Er zeigt ihm vor jeder Leistung, dass er ihn annimmt und bedingungslos liebt. Liebe Gemeinde, gerade bei der Kindertaufe wird dies besonders deutlich. Denn was wollte ein kleines Kind, dessen Leben eben erst angefangen hat, das gerade ein paar Wochen oder Monate alt ist, Gott schon geben? Was hat ein stolzes Kind schon vorzuweisen? Gott macht den Anfang, er tut den ersten Schritt, er nimmt uns an, so wie wir sind. Jesus war von jeher Gottes Sohn. Durch die Taufe bekommt er hier auf Erden die Bestätigung seines Vaters, dass er Gottes Sohn ist. Jesus braucht diese Bestätigung nicht. Aber für die Menschen, denen er sein Heil bringen wird, ist diese Anerkennung seines göttlichen Vaters sehr hilfreich. Durch unsere Taufe wird uns durch Gott bestätigt, dass wir seine Kinder sind. So wie Gott Vater Jesus liebt, so liebt auch Gott uns. Wir sind
seine geliebten Kinder auch ohne Leistungsvorschuss. Im Vertrauen auf diese Liebe sollen wir als Kinder Gottes leben. Lasst uns versuchen, mit unserem Leben seine Liebe zu erwidern. Dazu segne uns der allmächtige Gott. Amen. Wir stehen auf und gemeinsam beten wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus ist Gottes geliebter Sohn. Als seine Schwestern und Brüder vertrauen wir uns Gottes Liebe an und beten für die Menschen und die ganze Welt. Wir vertrauen Gott die Menschen an, die an Covid-19 erkrankt sind oder an den Folgen der Krankheit leiden. Wir beten für alle, die sich selbst und andere gut vor der Infektion schützen. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen Gott die Kinder in den Kitas an und ihre Erzieherinnen, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und alle, die Schule wieder anders gestalten müssen. Und beten für die Eltern im Homeoffice und alle Menschen, die unter den Einschränkungen des Lockdowns neue Sorgen haben. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen Gott alle an, die auf die Impfung warten und sich besseren Schutz erhoffen. Und beten auch für alle, die noch zögern oder mehr Informationen erwarten. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen Gott die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika an und ihre Demokratie. Wir beten für alle, die bei dem Kapitolüberfall an Leib und Seele verletzt worden sind und für den künftigen Präsidenten und seine neue Regierung. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen Gott uns selbst an und alle getauften Schwestern und Brüder. Wir beten für alle, die in der vielfältigen einen Kirche ihren Glauben leben und die Taufgnade in die Tat umsetzen. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen Gott die Mädchen und Jungen an, die jetzt als Sternsinger unterwegs sein wollen und kreative neue Wege gefunden haben, die gute Nachricht zu den Menschen nach Hause zu bringen.
und beten für alle um den Segen für ihr Haus und die Menschen darin. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen Gott alle Menschen an, die das schöne Wetter draußen genießen wollen, und beten für alle, die auch in der Natur liebevoll den richtigen Abstand halten. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen Gott die Menschen an, die unter Unwettern und Überschwemmungen, unter Sturm oder Schnee leiden, und beten für alle Menschen, die durch Naturkatastrophen oder Krieg alles verlieren oder in Not geraten sind. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir bitten dich, erhöre uns. Du bist Gottes geliebter Sohn, auf den wir hören und dem wir folgen dürfen. Wir danken dir und loben dich mit dem Vater im Heiligen Geist, heute und in diesem Jahr und bis in deine Ewigkeit. Amen. Amen. Als deinen geliebten Sohn geoffenbart hast. Nimm unsere Gaben an und mache sie zum Opfer Christi, der die Sünden der ganzen Welt abgewaschen hat, er, der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Denn bei der Taufe im Jordan offenbarst du das Geheimnis deines Sohnes, das wunderbare Zeichen. Die Stimme vom Himmel verkündet ihn als deinen geliebten Sohn, der auf Erden erschienen ist, als dein ewiges Wort, das unter uns Menschen wohnt. Der Geist schwebt über ihm in Gestalt einer Taube und bezeugt ihn als deinen Knecht, den du gesalbt hast,
den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende dein Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria,
mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, der allmächtige Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich. Zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn soll Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen.
Taufen kommt von tief. Tief eintauchen ins Wasser. In die Tiefe gehen. Das
Weg Jesu. Die Taufe verbindet uns mit ihm. Sein Weg ist mit allen Konsequenzen in unsere Lebensgeschichte eingezeichnet. Mit Tod, Grab und Auferstehung. Taufe heißt in die Tiefe gehen. Wo das Wasser flach ist, ist es warm. Wo es tief ist es kalt. Wer sich freischwimmen will, muss den Sprung ins tiefe Wasser wagen. Taufe heißt, mit Jesus in die Tiefe gehen. Doch nicht, um sich darin zu verlieren und sich vom Sog in den Abgrund reißen zu lassen. Nein, wir sind aus der Taufe gehoben. Da geht die Bewegung nach oben. Das ist, wie man wieder taucht, den Kopf über Wasser bekommt. Eine Auferstehung. Das sind wir wie neugeboren. Ein anderer Mensch. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, du hast uns mit deinem Wort und dem Brot des Lebens genährt. Gib, dass wir gläubig auf deinen Sohn hören, damit wir deine Kinder heißen und es in Wahrheit sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Der Herr sei mit euch. Der Segen ist der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.